Das ist der Uniformbügel, ca. 400 Jahre alt. Mit diesen Bögen hat man Epauletten können stützen. Und 400 Jahre alt dürfen wir behaupten, weil der Hogen so primitiv geschmiedet ist. Das hat man so gemacht vor 400-500 Jahren. Nach dem Ersten Weltkrieg, wo man wieder Material hatte, zum Kleiderbügel können fertigen, hat man dann so Sachen gemacht. Also aus einem Stück Holz, das sind für uns Kleinmöbel. Und das ist ein spezielles Teil. Es ist vom Finish her sehr schön gemacht. Und der Gag an dem ganzen Bügel ist, dass er hier oben zwei Schieberli hat, wo man Mottenkügel können rein tun. Der ist so nach dem Ersten Weltkrieg, also ab 1920 rum. Weil dann hat man einfach auch wieder keinen Materialnotstand gehabt. Während der Kriegszeit ist halt alles Material, was man braucht. Dann in einer ähnlichen Art haben wir hier einen ganz tollen Bügel von der Technik her. Auch das betrachten wir als Kleinmöbel. Weil einmal der ganze Bügel oben aus einem Stück ist. Und da hat man das Eigengewicht von Teilen, die drankommt, hat man genutzt, damit man eine Spannung erzeugen konnte. Also wenn man den Haken entlastet, geht unten der Hosensteg auf, dann hat man die Hose eingeklemmt, hat gezogen, dann hat die Hose gehabt und mit dem, dass der Rest noch drauf ist, hat man auf jeden Fall die Hose sicher geklemmt gehabt. Ist natürlich auch hier der Eisenkleiderbügel. Also im Moment sieht es nicht nach Kleiderbügel aus. So ist es eigentlich der Schuhlöffel. Der Schuhlöffel, genau. Dann haben wir noch die Bürste, so die Schuppen wegbürsten. Und wenn wir jetzt den noch schön aufklappen, dann haben wir hier noch den Haken, um ein Kleidungsstück aufzuhängen. Wenn man hier jetzt gerade den Sprung zum Kunststoffbügel macht, den man als Werbegeschenk verteilt hat, weil einfach in den Hotels selten genug Kleiderbügel vorhanden gewesen sind und hätten fast schon müssen mitlaufen lassen. Aber der ist auch rausgeklappt. Dann unten kann man ihn hier sichern, dass er Spannung hat, dass er nicht wieder zusammenklappt. Und der Gag an diesem Bügel ist noch, da hat es noch so eine Vorrichtung, wo man es dann im Auto an die Scheibe hat können, tun und die Scheiben aufdrehen. Und dann ist der an der Seitenscheibe ist so quasi festgeklemmt gewesen, hätte man hier auch können einen Nacken dranhängen. Und natürlich hier der Reisekleiderbügel in Führzeugform. Der Mini, den wir aber gerne grösser machen. Also die Klappe links raus, die Klappe rechts raus. Und dann legen wir auch das zum Kleiderbügel. Machen wir noch das besondere Bijou? Ja, also das ist ein absoluter Superbügel. Ich habe jetzt dem den Namen Beppi Reisekleiderbügel gegeben, weil niemand kommt auf die Idee, dass das ein Kleiderbügel ist. Aber wenn man ihn aufklappt, die Schultern rausklappt, dann haben wir einen wunderschönen Kleiderbügel. Sogar noch ganz feine Rockhögel draussen. Also ein absolutes Topmodell, wo ich leider nicht weiss, woher es kommt, wie alt es ist. Weil ich habe das einfach in einer Schachtel gefunden, wo der Vater verschiedene Bügel drinnen mal abgelegt hat. Und als ich die durchforstet habe, ist mir der im Finger gekommen und absolut der Hammer. Also ich bin begeistert von diesem Teil.